Hey Leute, was geht ab? Ich bin's, Timmy, Freund, und schaut mal, ich bin schon überpünktlich, nämlich bei der Gerichtsverhandlung. Mit dabei ist Alphasteinchen und Snoopy und sein blödes Schwein. Was geht ab? Schweinchen, Alter, was geht? Wo sind die Gegner? Ey, wir machen die heute richtig fertig. Ja, alle Höllchen haben sich versammelt. Und schau mal, wie viele Leute auf den Server sind. Oh mein Gott, Bro. Aha, Timmy. Ey Leute, ich sag euch so, wie es ist. Heute wird was richtig Heftiges passieren. Heute wird's richtig Beef geben, ne? Glaube ich. Was? Ja, ja, heute wird es richtig Beef gehen, sag ich dir, wie es ist. Oha! Ich bin nicht vorbereitet, Chibi. Hä? Was hast du denn da an? Hä? Ich bin die Feuerwehr, falls irgendwas schief geht, ey. Anzeigen, Alphasteinchen, ey, lass uns mal. Ich bin der einzige Halbmeister. Lass uns mal kurz das Haus anschauen, was Dix kaputt gemacht hat, okay? Komm mit, ich zeige euch das. Okay. Nochmal den Leuten zeigen und so. Alter, Leute, es ist richtig viel passiert in der letzten Folge. Die Folge ging richtig lange, aber die müsst ihr auf jeden Fall euch anschauen. Und ich sage euch, in dieser Folge wird es richtig krass sein. Alter, was ist hier denn passiert? Oh mein Gott, Bro. Junge, hier ist ja alles kaputt. Alter, warum ist hier alles kaputt, Alphasteinchen? Warum ist hier was kaputt? Weiß ich nicht, hier ist alles kaputt, ey. Es gibt eine Anzeige wegen Fehlinformationen. Ja, das müssen wir auch noch aufdecken, aber... Nein, es gibt eine Anzeige, Timmy. Nicht nur das ist kaputt, sondern mein Haus ist auch kaputt, Junge. Guck dir das mal an, ey, alles... Oh, es gibt eine Anzeige, unbekannt. Ey, Fischler, was Beweis hast du denn hier? Ist richtig, Steinchen. Ich bin doch der Anwalt. Es gibt eine Anzeige. Ah, Pischter, sehr gut, ey. Bist du der Anzeigenhauptmeister? Hab ich schon mir alles aufgeschrieben. Sehr gut, sehr gut. Ey, Leute, Timmy, guck mal. Ja? Ja? Ich hab mich noch fein gekleidet wegen Anwalt und so aufsitzen und so. Weißt du, dies, das? Ja, es gibt eine Anzeige mit Philipp bei dir. Richtig, Alter. Wir sind richtig professionelle Anwälte. Hör mir mal zu. Wir müssen das heute gewinnen. Also ehrlich, die Testik hat wirklich übertrieben. Was ist das, was das oben ist? Das ist doch ein krimineller Löffel. Bro, guck mal, Pischta, ich sag dir ehrlich, wir hatten nie den heftigsten Draht miteinander, aber ich wollte ein richtig cooles Haus bauen und dieser Cetestix hat alles kaputt gemacht, verstehst du? Und wir müssen den heute auseinandernehmen. Und ich wünsche mir, dass der Richter mir einen Wunsch gibt, dass ich einen heftigen Wunsch habe, weißt du? Oh mein Gott, ich hab was vorbereitet. Guck mal. Ich habe hier die Fingerabdrücke von Cetestix drauf. Oh, okay. Es gibt keine Anzeige. Wer bist du überhaupt? Du bist ein Feuerwehrmann. Auf wessen Seite bist du eigentlich? Ich bin auf der Seite des Gesetzes. Ja, dann geh weg. Ey, aber Leute, ich sag euch ehrlich, guck mal, wie viele Leute auf den Server, sonst kann sein, dass irgendjemand vielleicht die Hölke stützen wird oder so bei dieser ganzen Sache. Wir müssen das wird schon groß verhandeln. Bro, selbst Russik ist online und so. Wenn Russik online ist, endet das nie gut, sag ich euch ehrlich. Oh, das sind gefährliche Löffel. Wir müssen aufpassen. Wollen wir schon mal zum Gericht gehen? Ja, lass mal zum Gericht gehen. Ja, lass vorbereiten, lass alles vorbereiten. Wir müssen die Ersten sein, damit wir beim Richter schleimen können, Leute. Richter, du hast die Beweislage. Ja, der Richter muss uns richtig mögen, Alter, verstehst du? Okay, da vorne ist schon der Gerichtshof, Freunde. Und ich glaube, das sieht ja richtig fresh hier aus. Hier mit Snoopy und so. Hallo? Oha, was geht ab? Schönen guten Tag, Herr Richter. Sie haben sich ja richtig schick gemacht. Ja, natürlich. Das muss man auch machen. Sind mir rausgefallen. Mir jetzt auch nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, vielen Dank. Es gibt einzige Bestechung. Was willst du denn, du Anzeigenhauptmeister? Tetashi, du weißt, wir sind gut miteinander. Du weißt, wir kennen uns sehr gut. Also... Ja, gut. Das gibt eine Anzeige. Sehr gut, dass der Feuerwehrmann Alphasteinchen hier auch ist. Dürfen die Anzeige eigentlich in den Gerichtssaal, weil hier ist ein Schwein. Die Dame, die Herren. Das ist eine Ausnahme, Oha, Herr Kiro, Sie sehen ja gut aus. Dankeschön, Sie auch, euer Ehren. Vielen Dank, Ich hab da jemanden gesehen, der ist da. Da ist jemand auf dem Baum! Hä? Wer ist das? Wer ist denn das? Was machst du da? Ich kann das erklären. Hupsig, erklär mal, was machst du da hier? Chill mal jetzt, Alter. Beruhig dich mal. Was ist der Junge hier? Was ist hier los? Was machst du da? Ja, gar nichts ist hier los, Alter. Hast du was gesehen? Hast du irgendwelche Gebäude sprengen gesehen? Sei ehrlich. Ja, hast du Nein. Sag ja. Ja? Ja. Russi, komm mal ganz kurz. Russi, komm mal ganz kurz. Hier.
Es gibt ja alles. Habt ihr das mitbekommen, was Kiro da gerade gesagt hat, ey? Der hat einfach zu Russe gesagt, sag ja und so. Warte, ich geh schon schnell. Das hat er einfach nur so ja gesagt, ey. Muss ich ihn jetzt anzeigen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das zählt noch so. Ich glaube, ich zeige ihn an. Guck mal, nein, warte noch, wir reden da irgendwas. Ja, das ist die Testik, dass du sagst, das ist die Testik. Hier bitte schön ein bisschen Fisch. Okay, wir haben die Sache entschärft, wir können loslegen. Besser ist. Was habt ihr da gemacht da, ey? Was hat alles wir haben gewonnen, wir haben für den Sieg gesorgt, keine Sorge. Wir haben für den Sieg gewonnen. Ey, Timmy. Timmy, komm her. Boah, Snoopy, Alter, was geht mit dir bei dir, Alter? Was mit deinem Bizeps los? Was ist passiert, Alter? Runter hier, Alter. Fisch, da müssen wir was sagen. Rosak ist auf unserer Seite jetzt. Wie? Wir haben ihn jetzt bestochen, dass der jetzt auf unserer Seite ist, damit sie testet. Ich sag dir ehrlich, du kannst Rustik nicht trauen, Mann. Das ist einer von den Klokriegern damals noch. Der wird natürlich gegen mich sein, ey. Er wird doch nicht gegen dich sein. Ich hab ihn gerade mit Goldäpfel bestochen. Wir kriegen das hin. Der ist doch genau hinter mir, Mann! Was machst du hier? Du eklig, ey! Das ist nur Ex-Klokrieger, der wird immer gegen mich sein. Ich kenn dein Spielchen, Rustik. Timmy, ja, was sagst du jetzt zu deiner Verteidigung? Vielleicht noch für 3 Goldäpfel vergiss ich vielleicht, was ich gerade gehört habe. Du kriegst 3 Enderperlen, ey, mehr kriegst du nicht. Ah ja, egal, weißt du was, für 3 Goldäpfel kann ich jetzt machen, hier, komm. Dein Ernst, Goldäpfel. Mann, gib mir mal 3 Goldäpfel, vertrau mir. Ey, okay, Russe, wenn du mich hinlässt, ne, dann wird das kein Krieg zwischen den Klokriegern. Ich muss jetzt gerade vor Gericht für was? Für dich aussagen? Klokriegern, ja. Nein, für Zitestik musst du aussagen, also gegen Zitestik musst du aussagen. Die Damen, die Herren, wir wären soweit. Ja. Alles klar, okay. Ich habe noch kurz mit meinem Mandanten gesprochen. Bro. Und mit unserem Mandanten. Warum war ich nicht dabei? Ich zähl auf dich, ey. Weh, du lässt dich wieder hängen, ey. Ich will nicht hängen gelassen werden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha, wo ist eigentlich... Hey, Stace beobachtet uns. Was ist er? Warum beobachtet Stace uns von da oben, Digga? Alter, wie viele Leute kommen denn noch hier, ey? Wer bist du, Junge? Ey, die haben doch alle gar nichts damit zu tun. Das ist Ente! Das ist Ente! Nee, das ist nicht Ente. Das ist. Aufpassen, aufpassen. Wer ist das? Das ist Stace, Junge. Das ist Stace. Hä? Security. Ja? Was passiert hier gerade? Security. Stace, pass auf bitte, dass hier keiner irgendwie was macht, ne? Ja, richtig. Ey, Leute, wie viele sind das bitte? Das ist ja geisteskrank. Meine Rüstung wieder anziehen. Oh mein Gott. Ey, ist voll los. Das ist gefährlich. Timmy, wir sind alle für dich. Also. Ich sag dir ehrlich. Ah! Rustik und Pupi sind endlich eingetroffen. Rustik, du musst in die linken Seite. Du sagst für uns aus. Nein, Rustik. Ich sag's mal so. Jeder, der Pischler, cool das war jetzt nicht gut. Also. Ja, alles gut. Alle hinsetzen. Alle hinsetzen. Ich setz mich hier. Ruhig. Seid mal alle ruhig. Herr Tian, auch bitte einmal hinsetzen. Jawohl, natürlich. Okay. Also. Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr nett vom Herrn Kian, dass er als einziger seine Rüstung auch abgibt, auszieht und die anderen nicht. Ja, so ist das richtig. So ist richtig. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Auf jeden Fall, Leute, wir wissen alle, warum wir uns hier heute versammelt haben. Ich habe hier das in meinem Buch stehen. Und zwar ist die Anklage von Timmy gegen Statistic aufgrund der Sprengung von Timmys Haus und wegen Rufmord und Verleumdung. Da ist der Eklige da drüben. Timmy, sei ruhig. Einspruch. Aber lass uns das Einspruch, jetzt schon. Einspruch abgelehnt. Das ist das Anfangspriori vom Richter, wir müssen da Einspruch machen. Ja. Also. Euer Ernst, führen Sie fort. Also ich, erstmal möchte ich die Argumente von den Angeklagten, von den Anklägern haben. Oh, tut mir leid. Von den Anklägern haben. Wer ist der Anwalt hier von euch beiden? Das Fisch. Wir beide. Das sind wir beide, wir beraten uns. Ihr beide? Ja. Na dann, einer von euch steht hervor. Gut, Gero, machst du's? Gero, du kriegst das hin. Ja, Einspruch! Hä? Doch. Ich glaube, so funktioniert das. Ja, das funktioniert. Also, ich starte mit meinem Eröffnungsplädoyer, ja? Statistik wurde mit Bodycam und Augenzeugen zuhauf erwischt, wie er das neu und frisch gebaute Haus von Timmy, was sage und schweige 6 Stunden Arbeitszeit beansprucht hat. Wurde er auf frischer Tat ertappt, es gesprengt zu haben aus Neid. Psst, Giro. Ich hab's auch gesehen. Ruf auf den Zeugenstand gleich. Gleich, ja. Und als das nicht genug war, wollte er noch Timmy und mir persönlich die Sprengung seines Raketenshops in die Schuhe schieben, indem er ihn selbst gesprengt hat. Und ich habe das TNT mit Fingerabdruck. Anwalt. Beide können nicht sprechen. Einer soll sprechen. Das stimmt.
Pöschler, ja, zurück. Mein Fehler. Es wurde nicht, okay, freigegeben. Egal, es gibt definitiv Beweise, ja? Wer auch immer das hier aufsammelt, wird es lesen können. Ich setze mich wieder. Ruf mich doch als Zeuge, okay, auf. Na dann kontestiere ich das erstmal und schaue. Okay, also ich weiß nicht, ob das so ganz stimmt. Wie? Hä? Was ist denn das? Fitashi, nein, also. Gib's mir, ich bring's kurz ins Labor, ich untersuch das. Ja, untersuchen Sie das. Da sollten Dank, die Fingerabdrücke drauf sein. Ja, gucken Sie nach den Fingerabdrücken, weil das kommt mir sehr suspekt vor. Okay. Dann würde ich einmal die andere Seite hier hervorbitten, Herrn Kian. Okay, bevor ich spreche, möchte ich gerne, dass mein Beschuldigter erstmal nach vorne kommt. Eine Geschichte von seiner Seite erklärt, bevor ich was dazu sage, damit wir zwei Seiten haben. Erstmal Einspruch abgelehnt. Was ist das? Dass auch nochmal unsere Zuschauer überhaupt zwei Seiten dieser Geschichte haben, bevor wir Anwälte uns einsetzen für jeweils unseren Angeklagten. Dementsprechend möchte ich Zitashi, mach dir gar keinen Kopf. Erzähl die Geschichte erstmal aus deiner Sichtweise. Und wenn du fertig bist, werde ich mich natürlich weiter ausführen. Das okay. Das ist freigegeben. Ja, kommen Sie hervor, Herr Zitashi. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, fange ich mal mit der Story an. Also, an einem schönen, sehr Tag. Also einem sehr schönen Tag. Entschuldigung! Hä? Ich muss lesen, tut mir leid. Entschuldigung! Alles okay. Ey, also. Ich und Muni, wir treffen uns öfters, weil wir sind ja zusammen, und die es noch nicht wissen. Hey, und, Junge, so ein Ekliger. Ja, wir haben uns gedacht, also ich habe mir gedacht, dass ich ein bisschen mit Muni quatsche, wir ein bisschen Zeit verbringen. Doch Einspruch, dann nicht relevant fürs Gericht. Ja. Einspruch, ja. Hey. Anwalt, die ganze Zeit wird von rechts irgendwelche Sachen reingerufen. Das Einspruch, das ist echt nicht nett, Leute. Also das merke ich mir auch negativ. Es ist aber nicht relevant für den Gericht. Einspruch wurde abgelehnt. Aber trotzdem. Du machst das jedes Mal bei uns. Was ist das? Entschuldigung, Richter. Okay. Okay, merke ich mir. Ja, für den Report Hand Statistik. Okay. Auf jeden Fall, ich mach's mal ein bisschen schneller. Also wir haben Schilder gesehen. Und drauf dann, dass ich anscheinend Schluss machen will mit Muni. Das war natürlich nicht von mir und sowas würde ich auch niemals schreiben. Und dann ist mir direkt in die Idee gekommen. Hey! Das war eine direkte Körperverletzung. Nein, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Herr Anwalt, Sie lügen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich hab's gesehen. Das reicht ja. Also der Teste kann dagegen auch eine Anzeige erstatten, wenn er es möchte. Also ich sag Ihnen so. Aber erzählen Sie erstmal weiter. Das können wir ein anderes Mal machen. Genau, Herr Richter. Also. Mich geschlagen. Genau. Auf jeden Fall bin ich direkt zu Timmy gegangen, weil ich war mir relativ sicher, dass er es vielleicht gewesen ist, weil die meisten wissen ja, er war davor mit Moni zusammen und da er auch Liebeskummer hatte, wie er es auch oft das gesagt hat, dass er uns vielleicht die Beziehung verderben will. Einspruch! Erzähl nur, was vorgefallen ist. Nicht relevant. Einspruch, es ist nicht relevant für das Gericht. Dein Herrn Fischer, das haben wir schon jetzt mitbekommen. Ich fange jetzt direkt an. Also, auf jeden Fall wurde ein Endschlüssel gesprengt, ja? Und die Schuld wurde direkt mir in die Schuhe geschoben, was ich gar nicht okay fand. Mhm. Und sogar Muni als Augenzeugin hat gesehen, dass ich es nicht war, weil ich genau neben ihr stand. Danach wollten die meinen Laden sprengen. Also, die haben meinen kompletten Laden gesprengt. Und dann wollten die mir sagen, dass ich es anscheinend selber gesprengt habe. Also, erstens der Richter, warum sollte ich meinen eigenen Laden sprengen, wo ich Zeit verbracht habe, den zu bauen? Zurück zum Gericht. Einspruch. Einspruch stattgegeben. Was, ich rufe Russig in den Zeugenstand. Russig? Ich? Oh. Ja. Herr Lustig, kommen Sie gerne nach vorne. Was haben Sie zu sagen? Die neutrale Instanz, die das alles neutral wieder betrachtet hat. Ey, mach mal nicht die Rosen weg, Junge. Ich sehe sonst nichts. So. Hallo? Ich habe gesehen, wie jemand gesprengt hat. Oh mein Gott! Wer war das? Wer denn jetzt? Ich konnte nicht so richtig erkennen. Ja? Beschreib mal! Haarfarbe! Leise auf der linken Position, bitte. Rosafarbig. Hä? Muni! Oh mein Gott! Das gibt ja Anzeige. Haus gesprengt. Security, schick mal bitte Snoopy und alle auf die Plätze. Oh mein Gott. Okay. Genau. Vielen Dank, Herr Lustig. Haben Sie noch etwas zu sagen? Lilanes.
genau. Du hast mich Na gut, dann vielen Dank für Ihre. Zum Schluss. Ja? Ich möchte mich gerne zum Thema jetzt äußern. Das ist taktisch. Kommen Sie nach vorne. Obwohl, ja, genau. Ja. Sitashi, ich habe das nochmal untersucht auf Fingerabdrücke. Ja, und? Ja. Was ist rausgekommen? Hier, alle Fingerabdrücke, die auf diesem TNT drauf waren, sind dazu geschrieben. Hä? Wie? Aha. Ja, und was ist okay, da jetzt? Okay. Ja, das ist unwichtig für euch. Das ist unwichtig. Alles okay. Es ist alles okay, das müsst ihr noch nicht wissen. Euer okay? Ehren, wie kann das unwichtig fürs Gericht sein, wenn das Beweise sind? Ich hab. Ey, ja, kommen Sie nach vorne, bitte. Jetzt kommen Sie nach vorne. Mein Urteil werde ich schon fällen. Meine Fährten Zeugen. Was geht denn jetzt ab? Hören Sie mir bitte alle zu. Ich rufe zuallererst Timmy in den Zeugenstand. Timmy? In die Mitte kommen. Ja, nee, nimm an. Anwalt. Hallo, mein Name ist Timmy. Ich möchte Fragen stellen. Ich bin noch nicht fertig. Ja, ich muss mich doch vorstellen. Ihnen jetzt Frage stellen. Ja? Zuallererst sind Sie nach Paragraf 111 Ordnungswidrigkeitengesetz verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Das wissen Sie, Herr Richter. Ja, dementsprechend möchte ich Sie jetzt einige Fragen stellen. Stimmt es, dass Sie vorher in einer Heirat bzw. in einer Beziehung mit Muni waren? Ich war in einer Beziehung mit einer pinken Dame. Stimmt es, dass Sie von Anfang an schon einen Hass gegenüber Citastic hatten, weil Citastic... Einspruch! Das muss er nicht erzählen! Einspruch abgelehnt. Er darf seine Fragen stellen. Weil Citastic nicht damit einverstanden war, dass sie geheiratet haben. Stimmt das oder nicht? Das musst du nicht sagen. Das ist eine spekulative Frage und die betrifft meine Gefühle und die kann ich so nicht beantworten. Sie gut haben gemacht. Das Recht zu schweigen. Okay. Das ist korrekt. Nach Paragraf 164 Absatz 3 StGB wird derjenige härter bestraft, wer eine falsche Verdächtigung mit der Absicht begeht, um für sich selbst eine Strafmilderung nach Paragraf 46 StGB oder nach Paragraf 31 BTMG zu erreichen. Stimmt das, dass Sie... Einspruch, was hat das Betäubungsmittelgesetz damit zu tun? Ja, ist so, hä? Stimmt das, warten Sie, stimmt das, dass Sie vorher Citastic angegriffen haben? Wo? Wie? Was? Nein, ich hab den gar nicht angegriffen. Einspruch, es gibt keine Beweise. Es gibt keine Beweise dafür. Und damit haben sie sich in eine Falle gelockt, denn das wollte ich haben. Wo sind die Beweise für Citastic und Muni, dass sie das getan haben? Ich hab Bodycam-Aufnahmen von meinem Bro. Wie die Beweise? Da sind wir bei dem Punkt angekommen, Herr Richter. Und zwar, wer nach Beweisen fragt, und damit habe ich euch in eine Falle gelockt. Wenn ihr Beweise wollt... dann sind eure Beweise auch nicht da. Und ich habe noch keinen Beweis gesehen. Dementsprechend ist das Schuldige Citastic, so wie Muni auch, unschuldig. Sie haben nichts getan. Des Weiteren stimmt es, dass sie zu den Höllenkriegern gehören. Ja, natürlich. Höllenkrieger. Stimmt es, dass die Höllenkrieger dafür bekannt sind, dass sie immensen Schaden schon der Insel zugerichtet haben. Nein, das ist falsch. Wir haben nur Gutes getan. Ich rufe die Zeugen hier, alle, die hier stehen, wirklich in den Zeugenstand. Stimmt es, dass die Höllenkrieger auch Eifersteinchen, 100 Goldäpfel benutzen? Stimmt, dann ist mir doch alles geprüft. Redet der denn dass da? Die Höllenkrieger, ja, das stimmt. Einspruch, Richter, ich möchte gerne was dazu sagen. Ja, es wurde abgelehnt. Herr Pichter, Herr Kiro, ihr könnt gleich aussprechen. Ich bin noch nicht fertig. Der Richter weiß nicht, wie das Gericht funktioniert. Der Richter ist Ich hab euch nicht einmal... Wenn der Richterspruch schlecht für uns endet, dann werde ich einfach sprengen, ist mir egal. Und dann wird's richtig abgehen. Wir werden so oder so gewinnen, ist mir egal. Herr Richter, sogar wortwörtliche... eigene Mitglieder des Höllenkrieger-Clanes haben das gerade zugegeben. Ja, Moment hier mal. Ich will mich nochmal selber befragen. Dankeschön, dass Sie mir zugehört haben. Danke an die ganzen Ich will mir selber eine Frage stellen. Das ist ein abgeklartetes Spiel. So, ich will noch was reden, ja? Ja? Okay, reden Sie, Herr Timmy. Herr Timmy, stimmt es, dass Sie verliebt sind? Ja, das stimmt. So, jetzt stehen wir mal den Spieß nämlich um. Genau. Stimmt es, dass Sie ein Liebeshaus gebaut haben? Ja, das stimmt. Und stimmt es, dass Sie nur Frieden haben wollten und alle auf die Hochzeit eingeladen haben? Ja, das stimmt. Und stimmt es auch, dass daraufhin Citastic mein Haus gesprengt hat? Ja, das stimmt. Wir drehen. Darf sich selber lass nicht folgen. Ganz kurz. Herr Timmy, setzen Sie sich wieder hin, weil wir gehen sonst nur im Kreis entlang. Darf ich reden jetzt? Ja, Herr Pischer, kommen Sie nach vorne. Also, einen wunderschönen Tag, meine Damen und Herren.
Mein Name ist Püchter. Ich bin der Anwalt für den lieben Herr Timmy. Also hört mal zu, lieber Richter. Und ja. Die Zuschauer, die hätten alle mitschauen. Angriffen! Angriffen! Und angriffen! Hey. Das war das ist die zweite Körperverletzung! Hören Sie mal, ich finde das super! Ich hab mich wieder. Bitte. Ja, Herr Püchter, sprechen Sie weiter. Liebe Zuschauer und lieber Herr Richter, hören Sie mal zu. Timmy hat ein gebrochenes Herz. Und wir wissen, dass Menschen allgemein Gefühle haben. Wisst ihr, jeder Mensch von uns hat einen Herzen. Und sein Herz wurde gebrochen, lieber Timmy. Also mein Mandanten. Hören Sie mal zu, lieber Richter. Ja. Er hat immer vor mir geweint, weil Zitastic ihn die ganze Zeit damit aufgemobbt hat. Timmy auf deinen Platz. Weil er die ganze Zeit mit Muni zusammen ist. Okay. Guck mal, wenn ich jetzt, ich rufe Timmy. Zum Zeugenstand, bitte. Ja, sehr gut. Runter da, runter auf den billigen Plätzen. Auch bitte auf die Plätze. So, hören Sie mal zu. Timmy? Ja? Wie geht's dir allgemein? Schlecht. Nein! Nein, nicht weinen. Herr Anwalt Püchter, ich muss dir unterbrechen. Kleinen Moment. Ich muss dir unterbrechen. Was soll ich mit dieser Information hier anfangen? Hören Sie mal zu. Lassen Sie mich erstmal kurz ausreden. Okay, ja, komm. Stimmt es, dass Zitastic dich die ganze Zeit... Er fügt mir physischen Schaden zu, ja. Das stimmt. Okay, das wird mit... Herr Fischer, setzen Sie sich wieder. Herr Timmy, setzen Sie sich wieder. Was soll das? Es gibt es... Wo? Okay, wenn die... Dann zeigen Sie mir die Beweise dafür. Wo sind die Beweise? Beweise? Hören Sie es nicht? Das hat nichts mit Beweisen zu tun. Setzen Sie sich wieder hin. Beide. Alles klar. Herr Richter, meinen Sie. Sagen, wenn Sie mir erlauben. Kommen Sie nach vorne. Es wurde freigegeben. Alles klar. Ich rufe Pischter in den Zeugenstand. Bitte nach vorne kommen. Oh. Püchter? Herr Zitastic, ich bitte Sie, sich normal hinzusetzen. Genau, um das Ganze jetzt komplett zu beenden. Püchter. Oh, ja. Nur mal so. Stimmt es, dass Sie insgeheim Gefühle für Muni haben? Oh. Wow. Seht ihr? Ganz kurz. Ja, ich erlaube Ihnen die Frage, aber allerdings muss er sie nicht beantworten, er hat das Recht zu schweigen und nach dieser Aussage werde ich mein Urteil verkünden, wenn nichts Richtiges mehr ist. Die Frage hat aber nichts mit der Vermessung zu tun. Was? Sitzt euch bitte alle hin. Okay. Beantwortet diese Frage. Ja. Ich habe insgeheim Gefühle für Muni, aber die ist nicht geheim, sondern... Mehr will ich gar nicht sagen, Herr Richter. Das bedeutet, derjenige, der die Anklage gestellt hat, ist der Ex-Mann von Muni, verliebt in Muni, hat als Verteidiger auch jemanden, der in Muni verknallt ist und beide greifen eine Person an, die derzeit mit Muni zusammen ist. Macht das keinen Sinn? Das bedeutet, das Ganze hier handelt sich um ein Liebesdrama, dass die beide einfach nicht mit dieser Geschichte einverstanden sind und somit... Kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass mein Mandant definitiv unschuldig ist und niemals sowas tun würde? Denn wir alle wissen auch, dass Muni sowas gar nicht tun wollen würde und somit auch Zitastic zu solchen Geschichten gar nicht führen könnte. Timmy, ist mein Mandant unschuldig zu 100%. Danke. Okay, ich verstehe das. Herr Püchter, setzen Sie sich wieder. Ich fordere Herrn Russik nach vorne auf. Weil Sie hatten ja noch was Wichtiges zu sagen. Ich wurde bestochen! Hä? Ja, wie? Hä? Was? Was? Von wem? Von wem, Digga? Von wem? Ich wurde bestochen! Seid ihr? Von wem? Von wem wurde ich? Alle ruhig! Herr Russik, bleiben Sie ganz ruhig, Herr Russik. Von wem wurden Sie bestochen? Von wem? Bleiben Sie ruhig! Wir haben hier den Herrn State am Start, der wird Sie beschützen. Was ist passiert? Wer hat Sie bestochen? Ich wurde bestochen von Timmy auszusagen! Okay. Alle ganz ruhig! Herr Timmy, bleiben Sie ruhig. Herr Russik, ich danke Ihnen sehr. Setzen Sie sich auf die Seite von Herrn Kian hin. Und von Herrn Zitastic. Ihm wird nichts passieren. Das wirst du raus. Du bekommst Immunität. Bleiben Sie ruhig. Okay. Also, ich werde nun nach langer Überlegzeit, sage ich jetzt mal, mein Urteil verkünden. Endlich! Wurde auch mal Zeit, ey! Ich habe nun viele Argumente gehört. Und ich habe auch viele Dinge mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass Leute bestochen worden sind und nicht nur Herrn Russik, sondern auch ich wurde versucht. Versteh kein Wort. Er sagt, ich wurde bestochen. Komm mit. Aber ich falle nicht darauf rein.
Herr Timmy, setzen Sie sich wieder hin. Ja, Entschuldigung, sofort auf eure Plätze. Ja, tut mir ja leid. Und nehmen Sie das TNT aus der Hand. Ja, was, TNT? Ja. Ich zieh mal. Warten Sie kurz, ein Höllenkrieger würde niemals an TNT folgen. Ja, okay, seien Sie leise. Okay. TNT aus der Hand. Außerdem haben wir Zeugenaussagen von mehreren Leuten gegen Sie, Herr Timmy, gegen Ihre Anklage. Das sind mindestens und außerdem, die Tatsache, die mein Urteil entscheidet, habe ich nun in meiner Hand. Gewonnen! Euer Ehren! So, er geht noch weiter. Wir dürfen Timmy Pischer und ich noch ein letztes Beratungsgespräch gemeinsam führen. Ja, nur ein Nein, dürfen Sie nicht. Nein, dürfen Sie nicht. Das wird ja, aber nur 2 Sekunden, das dauert echt nicht lang. Ja. Es das könnte um bahnbrechende Beweise gehen. Ja, Sie haben 30 Sekunden. Okay, los, schnell. Alle Höllkrieger zu hierher. Alle Höllkrieger hierher. Lass sie alle umbringen, Alter. Du hast gesehen, wie eklig die sind und rustig auch. Wir müssen sie einfach alle killen. Pass auf, wenn der Richter sagt, wir haben verloren, dann sprengen wir alles in die Luft, okay? Ich kann das nicht machen. Ich hab das nur gemacht, weil ich die Testing... Mach nichts gegen uns, ist mir egal. Das machen wir. Ja, ich bin gewonnen. Wir haben safe gewonnen. Ja. Okay. Ja. Alles genau, schön, genau. Schön, okay. Okay. Nun. Ja. Egal. Nun verkünde ich das Urteil. Endlich. Die Sache, die mich zum Urteil gebracht hat, ist das, was ich jetzt in der Hand halte. Die Beweise von Herrn Timmy, Herrn Kiro, Herrn Pischter. Ja, let's go, jetzt haben wir sie. Allerdings. Was sind denn? Diese Beweise eher gegen Sie, da das nach Fingerabdrücken identifiziert worden ist vom Herrn Stace. Und wenn ich mir das anschaue, von wem die Fingerabdrücke sind, dann einmal vom Herrn Kiro, vom Herrn Snoopy, vom Herrn Timmy und vom Herrn Alpha-Steinchen. Das bedeutet, dass Beweise verfälscht worden sind. Ja, und jetzt? Und dadurch hat der angeklagte Stace keine Schuld. Und er ist freigesprochen. Junge, weg mit dem Schwein, Alter! Niemals, Alter! Was denkt ihr denn? Auch Peter Trinan ist auch hier! Junge, ich alles genau so eklig, Alter! Ey, Bro, komm her! Was willst du von mir, Junge? Rede nicht mit mir! Let's go! Leute. Ich helf dir! Bro, diese Noobs, ey! Oh mein Gott, haben wir die rasiert, ey! Oh mein Gott! Komm her, Mann! Bro, wo ist denn jetzt Sticks? Wo ist Sticks? Komm her, Mann! Wo ist das Schwein? Einfach einmal verbrennen! Oh mein Gott! Sticks, Junge! Alles gut! Junge, fett zieht! Einfach tot! Sehr gut, einfach Steinchen! Du hast ja keine Erfolgte, du Loser, du! Ich kann nicht mehr! Das Schwein macht ihn fertig! Das Schwein, der greift an! Ja! Mach ihn platt, Junge! Das Schwein! Was passiert hier gerade? Das Schwein ist so krass. Timmy, was passiert hier gerade? Bro, mach ihr alle platt, Bro. Du kannst gar nichts, Timmy! Ja, Junge, es ist die Testik, so was willst du, Sticks, ey? Mach dich fertig, Alter! Oder was kannst du nicht? Zieh zu, Junge!
Sag dir ehrlich, Scheiße, du hast verloren, Junge! Oh nein, komm schon, komm her, ich muss dir mal hier einkommen, Schimmi. Bro, das ist okay. So krass. Was willst du mir sagen, Mann? Warum greifst du alle an, Alter? Komm her zu mir, komm her zu mir! Was willst du denn, ha? Anzeige halt, weißt du. Was? Du ekliger! Ja, Mann! Ja, let's go! Was ich machen? Ja, Bro! Ey, wer kämpft hier? Bro, niemand kämpft hier, niemand kämpft hier! Ja, jetzt kommt der ganze Schmutzclan, Alter. Bro, was für Schmutzclan? Was redest Tobi, was du, Schmutzclan, Junge? Tobi, du musst... Oh, keine Ahnung, ich bin gerade hierher gekommen. Hier ist einfach nur Zerstörung. Nein, was die machen alles ab? Kaputt, Junge. Leute. Wir haben gar nichts gemacht. Ehrlich, Tobi. Junge, sie testen schon wieder, oder was? Ja, sie testen. Sie haben unser ganzes Gerichtssaal Tobi. An die gesprengt und so, Bro. Richtig eklig. Ja, das geht Tobi, fall nicht auf die rein, Bro! Fall nicht auf die rein! Wir haben Gerichtsverhandlung verloren und greifen uns jetzt an! Wir haben Gerichtsverhandlung verloren und greifen uns jetzt an! Die haben TNT gezündet! Bro, ihr habt die ganze Zeit Beweise verfälscht! Was für eine Gerichtsverhandlung, Bro! Bro, die haben! Ja, wir haben Beweise verfälscht! Ja, guck mal! Die Beweise, die ihr geholt habt! Tobi, geh weg! Tobi, geh weg! Junge, Zitasch, ey! Reicht doch nochmal! Zitasch, mein Bruder! Oh mein Gott! Ich helfe dir! Bro, was? Das zeigt mir! Ja, Tobi hat mich gerade angegriffen! Okay, Tobi! Bro. Okay, Tobi. Ja, okay, Tobi. Oh mein Na, Gott, wie dann? Was ist hier eigentlich los, Alter? Oh mein Gott, ich habe mich schnell ausgeloggt. Leute, ich musste mich ausloggen, ja. Egal, ich chill jetzt bis die Situation ruhig kommt. Oh mein Gott, Bro, was ist passiert hier? Was ist gerade passiert? Leute, checkt ihr das? Okay. Bro, runterkommen. Ja! Ich muss mich wieder einloggen. Bro, oh mein Gott. Nein, die sind selber schuld. Ich sag dir ehrlich, Bro, die sind selber schuld. Oh mein Gott, Bro. Die werden mich nicht down kriegen, Bro. Nein. Wir müssen wieder rein. Bro, ich kann meine Höllenkrieger nicht allein lassen, Alter. Das geht nicht. Junge, ich muss schnell wieder rein. Komm. Nein, aber wir haben eigentlich gewonnen, Leute. Ich sag euch so, wie es ist. Das Ding ist eigentlich durch. Wir haben eigentlich gewonnen, Alter. Junge, ich wollte ein ganz anderes machen, aber egal. Wir gehen wieder rein, Leute. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, zwei Herzen. Ja. Aber Junge. Wenn ihr mich angreift, dann werdet ihr sehen. Ey, was geht ab, Alter? Na? Was geht ab, hä? Wir wollen nichts von dir, wir wollen dich nicht irgendwie was Böses machen, alles gut. Wir sind friedlich, aber ich sag's mal so, warum warst du auf der gegnerischen Seite? Die Beweise waren, ich hab sogar in meinem Buch alles stehen. Die Beweise waren deutlich gegen euch. Da waren keine Beweise, Junge. Ja, wirklich. Ihr habt selber die Beweise geholt und ihr habt mich versucht zu bestechen. Nein, Rustik hat alles kaputt gemacht, Junge. Nein, schauen auf dem TNT den Fingerabdrücke von dir, von Kiro, von Snoopy und von Alpha Stern. So ein Blödsinn in meiner Aufnahme. Sieht man, dass es die Testing war? Ihr seid nicht einmal drauf reingegangen, Alter. Ich sag dir ehrlich. Okay. Ja. Das haben wir noch sehen. Wer fliegt hier? Sitachi. Ja, ja. Eine kurze Frage, aber... Hallo? In Timmys Haus war das so ein Kristall drin, oder? Ja, genau. Warum war da ein Kristall drin? Ja, also, das Ding ist, ich war da, als das passiert ist. Das war, den hat Zitastik in die Luft gejagt. Ja. Der hat Zitastik in die Luft gejagt? Ja, den Kristall in Timmys Haus hat Zitastik gesprengt. Und in meinem Video gestern hast du was anderes gesagt, vorgestern. Ich sag dir ehrlich, vielleicht war das Zitastik. In meinem Video vorgestern hast du gesagt, er war das gar nicht, du weißt, wer es war. Timmy, wir sind doch gerade rein, oh, ich hab mir das nachher angeguckt, aber okay, alles gut. Das kann nur er gewesen sein. Ey, hör mal auf, den Richter anzugreifen, Junge. Ja, ist so! Nee, das gibt's nicht. Rennt der ernsthaft in den Nether weg? Bro, das ist ja lost für ihn, hä? Dann ist er absolut lost. Bro, wenn er ins Nether geht, ist er absolut lost, Bro. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hier hinten. Hast du Enderperlen? Bro, so ein ekliger. Ich frage selber die Zeit. Bro, er ist weg, oder wie? Tobi, wo ist die Tatsche hin? Da hinten ist er! Dann schnappt ihn euch! Ach, Junge, leck eures. Bro, bleib stehen. Ey, ich muss eigentlich zu Moni, sag euch ehrlich, Leute. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Warte. Yo. Ja, das ist Dix, let's go, Bro. Das ist Dix. Schalalalala. Was geht ab, Dix? Wie geht's dir, Bro? Ich will nur mit dir reden, alles klar? Willst du wieder verlieren? Bro, ich will nur mit dir reden, Junge. Ja, sag mal so, dein wahres Gesicht hat man jetzt gesehen, Alter. Ah, ist doch krank. Guck mal, du triffst ihn immer, wenn ich dir helfe. Bro, ich muss doch nicht treffen. Leute, alle. Leute, nennt ihn alle Immi. Hashtag Immi. Junge, Sticks, der nix nutzt, Alter. Was kannst du überhaupt, hä?
Du. Also Klauer, ich kann Alter, mit 10 Herzen kämpfen, du hast nicht. Du hast mein ganzes Haus kaputt gemacht, du ekliger Alter. Und dafür musst du eigentlich noch vor Gericht, richtig. Und weißt du was? Vor das Höllenkriegergericht kommt. Also vor Gericht hast du ja verloren, Leute. Ja, ich hab nicht verloren, Bro. Du hast doch gesehen, am Ende haben wir gewonnen. So ein ekliger Junge. So ein ekliger. Na gut, dann hau ab. Komm, dann hau doch ab, Junge. Hä? 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 Nein! Ja, dann komm. Ich kämpfe sogar mit der Lytra, Bro. Kann auch reden, alles gut. Aha. Jetzt müssen wir auf einmal reden, oder was? Warte, meinst du nicht, du kämpfst mit der Lytra? Sehe ich nichts davon. Guck mal, ich sag's mal so, ne? Wir haben eine Differenz. So. Es gibt nur eine Sache, wie du das aus der Welt schaffen kannst, diese Differenz bei mir. Willst du es wirklich wissen? Ja, hau raus. Aber du musst, vielleicht, okay, guck mal, ich sag's so. Wenn ich dich adoptieren kann, als Christi-Krieger-Baby, dann okay. Dann sind wir quitt. Nein. Tschüss. Schade, Leute, aber das ist eigentlich echt eine coole Idee, so ein Christi-Krieger-Baby zu haben, das wäre schon lustig. Sag dir ehrlich, Stick. Ja, aber leider bist du ein Höllenkrieger, lol. Ja, aber du bist ja hier so ein... Bei welchem Clan bist du eigentlich? Obwohl, was, Ich will mich überlegen. Also an sich, sich wäre es sogar keine schlechte Idee. Wie jetzt? Also ich Aber ich will auch was dafür. Kristallkrieger, ja? Ich will auch was dafür. Guck mal, ich sag's mal so, wenn du dich als Kristallkrieger so ausgibst und bei den Kristallkriegern so eine kleine, so eine Ausbildung machst, okay, und so ein Baby bist, so, und ich dich dann adoptiere, das wäre schon witzig, sag ich dir ehrlich. Und vielleicht feiert das ja auch Moni, weißt du? So, das könnte weißt auch du, sein. Ich habe eine Idee, wie wir ins Geschäft kommen, okay? Ah, okay, ich bin gespannt. Also, du musst dir vorstellen. Ja, ja. Du verlässt die Insel für immer. Was ist das denn für ein frecher Frechdachs, ey? Der wird auf jeden Fall sehen, Junge. Bleib mal schön hier, Junge. Du wirst mein Baby, Alter. Ich werde dich adoptieren, Junge. Ich werde dich füttern, Junge. Ich werde dich füttern bis zum geht nicht mehr. Bleib jetzt hier, Junge. Ey, deine Lytra wird so draufgehen, ne? Du kleiner Ekliger. Bleib doch jetzt endlich mal stehen. Es reicht mir jetzt mit dir. Ey, der denkt auch, dass er krass ist, Bro. Bro, er denkt halt wirklich, dass er heftiger ist im Lytra-Fliegen als ich. Bro, guck dir das mal an. Bro, du kannst nicht. Komm, hier sind wir am höchsten Punkt. Ja, okay, komm. Komm, dann reden wir jetzt. So. Ja. Guck mal, ich will dich als Baby adoptieren. Als Crystal-Krieger-Baby, okay? So. Dafür lass ich dich. Warte, bevor es weitergeht. Die hat mir Moni geschenkt. Ja, okay, dafür habe ich die Koralle von Moni. Guck mal hier, das hat sie mir geschenkt. Cool, Mann, ja, richtig geil, Mann. Weil wir haben eine viel bessere Bindung als du. Merkt man. Komm, einen Tag lang bist du das Baby und dafür lasse ich dich eine Woche in Ruhe. Die Höllenkrieger lassen dich eine Woche in Ruhe. Eine Woche lässt dich in Ruhe? Ja, eine Woche lass ich in Ruhe. Das ist richtig krass, Alter. Ja, komm. Nee. Gut, dann muss ich mich leider killen an der Stelle. Dann war es das leider für dich auch wieder. Danke, dass du mir Wasser gegeben hast, du Ekliger. Bro, du bist eklig. Komm doch her! Komm doch her, Junge! Nee. Komm doch her, Junge! Ich muss noch ein Date mit Moni vorbereiten, sorry. Ja, das kannst du abschminken, Alter. Ich werde ein Date machen, Alter. Ich werde ein Doppeldate machen. Abschminken kannst du mal dein lilanes Gesicht machen. Mit Moni und mit meiner Perle werde ich ein Date machen. Das wirst du schon noch sehen, Alter. Ich kleide mir einfach beide, Junge. Das Einzige, was du abschminken kannst, ist dein lilanes Gesicht oder pinkes Gesicht, Mann. Das Einzige, was du dir abschminken kannst, ist nämlich deinen ekligen Gestank, Alter. Das stinkt bis hierhin, Junge. Ja, jetzt haut er wieder ab. Jetzt haut er wieder ab. So, jetzt rennt er wieder davon. Ey, das ist so eklig mit diesem Stick. Die ganze Zeit macht er dasselbe, Bro. Das ist so ekelhaft. Bro, bleib doch mal stehen jetzt. Ich mein's ernst, Bro, ne? Bro. Also entweder reden wir jetzt so oder wir kämpfen bis zum Tod. Was willst du? Mit 20 Herzen, Boss, Digga. Ja, Bro, anscheinend bin ich ja nicht so gut. Und ich bin auch nicht so gut, sag ich dir ehrlich. Aber guck mal, ich sag mal so. Ja, merkt man ja auch. Ich hab dir den Vorschlag gegeben. Also. Ein Tag lang bist du ein Baby, wie nennt man das nochmal? Ein Christi-Krieger-Baby. Und ich adoptiere dich, okay? Und ich lasse dich dafür eine Woche in Ruhe. Oder wir kämpfen bis zum Tod. Auf diesen Block hier. Oder wir kämpfen bis zum Block. Ist der überhaupt bei den Christi-Kriegern? Nee, aber ich will einfach, dass der da per Information sammelt. Und er stellt sich ja so. Ey, wieso machst du die Tridans Kuppel kaputt, Bro? Warum machst du Tridans Kuppel kaputt, hä? Bro, er macht auch noch Tridans Kuppel kaputt, Bro. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, Bro, er hittet mich. Oh, das ist so eklig, ey. Der Typ ist so eklig, Junge.
Ja, der wird schon sehen, der wird sehen. Komm doch hier runter, Junge! Warum hast du random Tridans Kuppel kaputt? Ja, warum hast du... Hat dir das Haus nicht gereicht, oder was? Hä? Ich hab nichts kaputt gemacht, nein! Bro, du hast Glas kaputt gemacht. Einmal mehr, dass du Höllentrieger bist, Tobi, ich sag dir ehrlich. Ich hätte dich nur mit der Faust, damit du nicht wegfliegst. Nein, nein, Timmy, lass ihn. Ich hätte ihn nur mit der Faust, damit er nicht wegfliegt. Das will ich sehen. Meinst du? Abstand, Abstand. Meinst du? Bro, wieso hast du Angst vor Tobi? Der ist korrekt, ey. Ich sag dir ehrlich. Ja, aber Tobi ein Höllentrieger ist. Nerv mal nicht, Tobi! Nur mit der Faust macht er dich fertig. Wow. Na, ich versuche nicht mal ihn zu töten. Ich will nur, dass er nicht wegfliegt. Wir wollten doch mit ihm reden, oder nicht? Ja, genau. Wir reden jetzt. Guck mal, ey. Oder Sticks, anderer Vorschlag. Einen Tag lang mit Muni. Ich verbringe mit ihr einen Tag lang. Du kannst zusehen. Ja? Und dafür lassen wir dich auch... Sag doch erstmal Muni, was sie davon hält, Bro. Ja, Muni wird doch, das feiern. Bro, so ein ekliger Topf. Jetzt fliegt er einfach weg. Bro, er kann wirklich nur die ganze Zeit böse. Wir sind nicht böse. Ich kämpf die nicht mal an, Junge. Du machst die ganze Zeit nur Faxen. Was passiert hier gerade, Bro? Ey, es ist zu krass. Ey, Sticks, was, für was entscheidest du dich jetzt? Was? Für was entscheidest du dich? Moment, meine Freunde. Was? So. Die Pfeile sind wichtig, Leute. Wisst ihr, Christian, was machst du da? Für was entscheidest du dich jetzt, Mann? Ich will es wissen. Achso, okay, ich bin tot, Let's go, Bro, let's go, endlich, Alter. So. Ja, jetzt habe ich kein Totems mehr, Bro. Ja, das ist dafür. Timmy, wo ist Pischter? Ich höre ihn die ganze Zeit. Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn nicht, aber ich höre nur einer, der hier die ganze Zeit rumheult. Und das ist Sticks, Junge. Guck mal, er will schon wieder abhauen. Warte, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, mein Voice-Chat ist verbuggt. Bro, er will schon wieder abhauen. Ja, Mann! Okay, warte. Hä? Bro, du kannst nicht abhauen. Ah, bitte. Sag jetzt, sag jetzt. Willst du das Baby spielen oder nicht? Ja, doch mal nicht. Bro, es ist so krass. Es ist so krass. Oh mein Gott. Ja, Bro, du kannst jetzt eh nicht mehr abhauen, Bro. Du kannst eh nicht abhauen. Oh mein Gott, Bro. Es ist so schlecht, Junge. So schlecht. Wie kann man so schlecht sein? Der kann einfach nicht verlieren. Kann ich abhauen? Ja, Bro. Du kannst einfach nicht verlieren. Ja, dann flieg ich dir hinterher. Dann flieg ich dir hinterher. Hä? Wollen wir das so machen? Ich hab gehittet, oder nicht? Hier, ich hab ihn gehittet. Jetzt kann er wieder nicht abhauen. Das ist so schlecht, Bro. Ey, anstatt er einfach einen Tag lang kurz ein Baby macht. Aber nein, er will es nicht. Check das nicht, ey. Ich helfe auch nicht Baby, Alter. Kümmere mich mal, Du bist doch schon ein Baby, Junge. Du musst nicht mein Baby spielen. Du bist doch schon ein Baby. Oh, jetzt fliegt er weg. Ja, jetzt fliegt er wieder weg. Oh, Tobi! Timmy, du machst das schon. Du ja, ich mach Tobi das schon. Tobi-Tee! So. Dieser kleine, eklige Bro. Oh, was denkt der eigentlich, wer er ist, Alter? Der denkt auch, dass er mich hier die ganze Nase führen kann. Ey, das gibt's doch nicht, Mann! Für eine Aufnahme. Komm, bleib stehen! Wo ist er hin? Bleib stehen, du Ekliger! Bleib jetzt stehen, Mann! Leute... Ja, nix, Leute. Da kannst du so viele Leute sagen, wie du willst, Junge. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, willst du jetzt landen? Willst du landen, hä? Bro, ich mach einfach Verfolgungsjagd mit ihm. Die ganze Zeit. Okay, wir machen jetzt Verfolgungsjagd. Komm, komm. Bro, er hat keine Chance. Er hat aber keine Chance. Ja, Mann. Komm, wir fliegen die ganze Zeit jetzt her. Komm. Hier, so, hier nochmal fliegen. Ja, schön landen. Genau. Hast du gut gemacht. Was willst du, Bro? Nerv was nicht. Willst du, Junge? Okay, oh, okay, was denn? Was ist denn? Also willst du jetzt Baby spielen oder nicht? Bro, wie kann man so nerven? Sag mir das mal. Wie kann man so ein kleines Kind sein und so nerven, ey? Hä? Wie kann man. Ja, Mann, du fällst selber da noch rein, ey. Ich sag dir ehrlich. Bro, er fällt da eiskalt selber noch rein, ne? Ich mach dich down, ist mir egal, Bro. Bro, bist du eklig. So ekelhaft, Bro. Dieser kleine Furz, ey, der wird jetzt sehen, ey. Der ist eh schon vogelfrei, Leute. Ich sag euch ehrlich, das kommt davon. Das kommt davon. Und deswegen legt man sich nicht mit den Höllenkriegern an. Da ist nur ein Schwein. Ist noch oben der Safe geschenkt. Denkst du auch, das wird deine Taten zurück wieder gut machen? Nee, weil ich habe nur gute Taten. Alles, was ich tue, hat schon seinen Sinn. Und anscheinend hast du einfach keinen Sinn. Ey, der wird auf jeden Fall auch noch sehen, Leute. Aber ich glaube, wir haben erstmal, alles geklärt. So wie es aussieht, haben wir gewonnen. Moni ist auch nicht mehr da, Leute. Bro, ich würde mal sagen, wir haben alle rasiert. Sag dir ehrlich, die Höllenkrieger haben wieder alles rasiert, Alter. Außer mein Haus ist immer noch kaputt. Egal, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Ich werde auf jeden Fall noch irgendeinen zum Baby adoptieren. Das verspreche ich euch. Vielleicht in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns da. Haut rein, tschüss, euer Timmy